Gelbe Licht muss aus sein, super. Gut, danke nochmal an Thomas für den OSM-Kalender. Ich denke, da werden die GeoChickers-Events demnächst dann auch auftauchen. Genau, GeoChickers OSM Woman Community, das ist ein Projekt, das wollte ich zusammen mit der Miriam Gonzales vorstellen. Die kennen vielleicht viele auch aus den sozialen Medien als Mapanauta. Das ist eine Frau aus Mexiko, die leider aber verhindert ist und jetzt nicht zur Foskis kommen konnte. Und deshalb werde ich das jetzt hier übernehmen und ihre Folien dazu verwenden. Die sind auf Englisch und ich werde jetzt so ein bisschen frei versuchen, dazu ein paar Sachen zu erzählen. Ja, die GeoChickers gibt es seit 2016. Das ist ein Projekt, das in Sao Paulo in Brasilien gegründet worden ist, auf der State of the Map, die damals stattfand in Lateinamerika oder vor allen Dingen für Lateinamerika. Und da waren einige Frauen, die gemerkt haben, dass ja die Repräsentation von Frauen in der OpenStreetMap-Szene recht gering war oder vor allen Dingen bei dieser Konferenz. Und die haben sich dann überlegt, Mensch, das sollten wir mal diskutieren, wir sollten uns vernetzen und wir sollten versuchen, da die Frauen, die es gibt in der Szene, zusammenzubringen. Und genau, wenn man sich das mal anschaut, über 5 Millionen User oder Beitragende bei OpenStreetMap, 1 Million Contributions und wir haben hier die größte räumliche Datenbank vorliegen und wenn man Analysen anschaut oder Arbeiten gibt es dazu auch, dann kommt raus, dass da nur 3% der Beiträge von Frauen kommen, also Mapperinnen da beteiligt sind und genau, das ist manchmal so, aber das Ziel ist, das so ein bisschen vielleicht aufzubrechen und da Frauen zu ermutigen, dort weiter einzusteigen. Wie schon gesagt, in Südamerika wurde das Ganze gegründet. Es gibt eine Karte, da kann man sich das Ganze auch anschauen und kann sehen, wo sind denn die GeoChickers? Oder es ist ja auch ein bisschen über den Namen zu sehen, GeoChickers. Dass das so aus dem spanischsprachigen Bereich kommt. Und man sieht, in Südamerika sind die sehr vertreten und sind vernetzt. Und hier sieht man nochmal so ein Bild aus São Paulo, wo die Frauen über ein Panel da auch Themen, die Frauen betreffen, da diskutiert hatten. Ja, warum soll es diese Vernetzung geben? Ein großes Thema dabei ist, Frauen auch mehr zu ermutigen, sich einzubringen in der Community, im Geobereich, mehr zu mappen und auch vielleicht im Geotech-Bereich mehr aktiv zu werden und das vielleicht auch als Option zu sehen für eine Karriere. Und das fängt schon bei Studentinnen an, das geht aber durch die ganze Laufbahn und genau, und die GeoChickers möchten das Netzwerk erweitern, die möchten auf Konferenzen auftreten und da die Frauen zusammenbringen. Die Frauen gehen dann wieder nach Hause, sind dann wieder in ihren Netzwerken und werden dann vielleicht den Spirit von den GeoChickers mit nach Hause nehmen. Genau, ein bisschen geht es auch darum, Frauen zu ermutigen, dann auch vielleicht bei solchen Konferenzen Beiträge einzureichen und von anderen Frauen Erfahrungen zu bekommen, sich auszutauschen und auch länderübergreifend zu sehen, wie ist denn die Situation in dem einen oder anderen Land. Da ist es auf jeden Fall so, dass genau sehr unterschiedlich ist, das Leben in den unterschiedlichen Ländern. Hier sind noch mal ein paar Projekte, die von den GeoChickers angestoßen werden. Hier sehen wir onkologische Kliniken oder Praxen in Nicaragua, die hier gemappt wurden in einem Projekt. Wir haben hier eine Karte, die visualisiert Morde an Frauen in Nicaragua, die hier aufgeführt werden und auch über Jahre lang beobachtet wurden, um Frauenmorde sichtbar zu machen. Und ein großer Teil ist auch Frauen und Mädchen zu motivieren und auch in unterschiedlichen Projekten da quasi in Geotech einzubringen. Genau, hier ist nochmal so eine Studie, die gemacht wurde, jetzt nicht von den GeoChickers, aber um mal zu sehen, wie vertreten sind die Mapper in den einzelnen Ländern. Da sieht man, in Deutschland sieht es gar nicht so schlecht aus, in anderen Ländern ist die Repräsentation recht gering.
gut, die Folien sind nachher auch noch online. Die Zeit ist jetzt gleich um, deshalb werde ich jetzt nicht auf einzelne Punkte hier noch drauf eingehen. Hier ist noch ein Projekt, Streets of Women, das gibt es auch in verschiedenen Städten, wo Frauen die Straßen in verschiedenen Städten analysiert haben und dann Straßennamen raussortiert haben, die halt nach Frauen benannt sind und dann jeweils auf die Wikipedia-Seite verlinken. Es gibt Mappathons zu verschiedenen Themen, hier zum Beispiel nach dem Erdbeben in Mexiko, in Oaxaca, wurden Orte gemappt, die Schutzräume für Frauen bieten, und es gibt Webinars, die angeboten werden, und es gibt auch andere Projekte, die unterstützt werden. Hier sehen wir mal zwei Screenshots von Crowd2Map. Das ist ein Projekt, was sich gegen Genitalverstümmelung in Tansania einsetzt und da über OpenStreetMapping-Aktivitäten versucht, Dörfer zu mappen und Schutzräume zu mappen und so gegen Genitalverstümmelung anzugehen. Hier sehen wir auch mal die Miriam Appanauta, die lächelt hier ins Bild. Wir versuchen halt auf verschiedenen Veranstaltungen solche Geo-Chicas-Welcome-Events zu machen und da schon vor den Konferenzen Frauen zusammenzubringen. Das haben wir auch vor der Foskis gemacht. Das war sehr toll. Das machen wir sicherlich auch vor der nächsten Foskis. Und da könnt ihr euch das schon mal in den Kalender eintragen, dass ihr vielleicht einen Tag vorher schon anreist. Dann gibt es noch ein Mentorprogramm, wo entweder Frauen, andere junge Frauen unterstützen oder auch Männer da involviert sein können und ja, jungen Frauen da quasi auf dem Weg zur Hilfe stehen können. Vielen Dank, und ich hoffe, das hat Lust gemacht im GeoChickers-Projekt.